Dir mach ich auch. Komm zurück hierher! Wo ist sie? Du raubst mir echt den letzten Nerv. Schnell hinter uns. Blöder Penner. Hättest deinen Kopf nicht... Da bist du ja! Das klang irgendwie komisch. Komm zurück hierher! Ich habe ihre Haie besiegt, Ryan. Die bessere hat gewonnen. Nur das zählt doch für sie, oder? Und jetzt lassen sie mich gefälligst gehen. Klingt ja, als wäre die Hölle los da draußen. Wie lautet dein Plan? Ich kann das Partikel nicht einfach an der Decke platzieren. Es würde sie sofort durchbrechen. Aber jedes Gebäude in Rapture wurde auf einem Ring im Meer versenkt, der alle Stützelemente miteinander verbindet. Ist ja faszinierend, aber falls du es nicht bemerkt hast, Ryan hat seine Schergen losgeschickt, um uns zu töten. Wenn du also noch ein Karnickel im Hut hast, dann raus damit. Die Stützverbindung ist wohl in Frank Fontaines Büro. Wenn ich dorthin komme, kann ich das Gebäude anheben. Zufälligerweise habe ich sein Büro übernommen. Ich sorge dafür, dass du den Privatlift benutzen kannst. Jemand gesehen? Der Rest von Atlas Leuten hat sich oben im Auto. Wer ist da?
Deine Zeit ist um, du Dreck! Hier soll irgendwo eine mit braunen Haaren sein. Hat jemand gesehen? Hey, was ist das für ein Kraft? Ich sehe sie. Ich fange mir nicht die nächste Kugel ein. Sind wir hier fertig? Ich krieg ja nie was gesagt. Sie ist weg. Ein schlechter Trick, Schwester. Nicht fast ist die Zeit für Arbeitsleute abgelaufen. Nicht, dass du dich verstecken kannst. Wer weiß. Vielleicht hat Ryan keine Lust mehr für den Laden, wenn er sie zahlt. Wir gehen rein. Beseitigen das Mädchen und Ablassleute. Komm zurück hierher! Nicht in der Stimmung für dieses Versteckspiel! Ich hab dich erwischt! Ich hatte wirklich eine Menge von Feinden. Er sagt, ich sehe sie! Du kannst nicht ewig weglaufen! Dass du dich verstecken kannst. Den hast du besiegt. Aber wir sind nicht alle leichte Ziele, kapiert? Kopf nicht riskieren sollen. Komm raus! Bring mir jetzt schnell hinter uns. Wer weiß. Vielleicht hat Ryan keine Lust mehr für den Laden hier zu zahlen. Nicht hier. Ich halte wirklich eine Menge von Ryan. Wenn er sagt, dass du weg bist, bist du fällig. Das Mädchen. Elizabeth, du weißt, Atlas wird. Ich weiß. Und ich bin bereit. Ganz sicher. Es hat einen Grund, dass ich hierher gekommen bin. Oder? Sagen Sie, mit wem reden Sie da eigentlich, Miss Comstock? Wäre ich mit den Launen von Genies nicht so gut vertraut, würde höchstwahrscheinlich an Ihrem Verstand zweifeln. Ich weiß so wenig von Ihnen, aber ich vermute, je mehr ich erführe, desto außergewöhnlicher würden Sie mir erscheinen. Sie wissen doch. Atlas will Sie verraten. Und was sind Sie? Mein bester Freund? Sie sind einzigartig in dieser Welt und auch in anderen. Und jetzt führt Ihr fehlgeleiteter Hang zum Altruismus Sie in Ihr Verderben. Es kommt einem vor, als sähe man Isaac Newton bei einem Hausbrand umkommen, bei dem vergeblichen Versuch, seine Katze zu retten.
Da, da, da. Alle tragenden Säulen treffen sich in diesem Raum, und zwar da. Ich muss das Partikel auf dieser Verbindung platzieren und aktivieren. Dann müsste die ganze Konstruktion aufsteigen. Es gibt keinen Plan B, also bringen wir es hinter uns. Okay, dann mal los. Funktioniert. Atlas, spüren Sie das? Sie werden freikommen. Jetzt bringen Sie mir das Mädchen. Hat dir deine Mom nicht beigebracht, dass man fremden, ausländischen Männern nicht trauen soll? Geben Sie mir das Mädchen. Sie bedeutet Ihnen nichts. Da hast du recht. Das Mädchen bedeutet mir nichts. Aber du, Kleine, du bedeutest mir alles. Nur keine Sorge. Sie ist stark betäubt. Tja, es ist soweit. Das Kaschmir ist nur noch Schutt und Asche. Falls Ryan bislang noch nicht kapiert hatte, dass wir wieder da sind, dann weiß er spätestens jetzt. Was hast du mit ihr vor? Wenn irgendwer etwas über das Ass weiß, dann sie. Sieh zu, was du aus ihr rauskriegst. Aber keine Kunstfehler. Mit Heiligenschein und zwei Flügeln auf dem Rücken nützt sie uns nichts. Ich fange an, sobald die Wirkung des Chloroforms nachlässt. Sie dürfte keine allzu harte Nuss sein. Das Ass im Ärmel. Was? Was? Wo ist das Ass im Ärmel? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Hören Sie, wir hatten eine Abmachung. Wo ist das Ass im Ärmel? Ich sage Ihnen doch, ich... Natriumthiopental. Weißt du, was das ist? Nein? Ein Wahrheitsserum. Schwer zu dosieren. Nimmt man zu wenig, erzielt man keine Wirkung. Ich kann Ihnen nichts sagen. Ich weiß ja nicht einmal, was ein Ass im Ärmel sein soll. Ich suche noch nach der richtigen Dosis. Diese Welt schätzt Kinder, nicht die Kindheit. Es gibt etwas zu verdienen und Menschen, die es tun. Nach dem Bombenangriff auf das Kaschmir fürchtete der Atlas und seine Schergen. Doch nur ein Narr rechnet nicht mit den rechtschaffenen Bürgern von Andrew Ryan's Rancher. Atlas Schergen wurden aus Point Publicis vertrieben und sind nun in Point Neptune flüchtig. Es ist eine Sache, einen Krieg zu beginnen, Atlas. Aber sie zu Ende zu bringen, ist noch einmal etwas ganz anderes. Es heißt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis Atlas Bande die weiße Fahne schwenkt. 2 Wochen. Was? Du warst 2 Wochen im Koma. Verdammte Quacksalber. Nicht besser als eine Horde Affen. Ich sollte sie aus dem Gefängnis befreien. Haben Sie erwartet, dass ich auch Ihren Krieg für Sie gewinne? Kümmere dich mal lieber um deine eigenen Probleme. Also, Schätzchen, du hast doch angeblich Su Chong in seinem Labor assistiert. Dann sag mir doch einfach, wo finde ich das Ass im Ärmel? Ich weiß nicht, was das Ass... Wie ich schon sagte, ich bin kein Arzt. Aber ich interessiere mich sehr für das Thema Medizin. Ich lese regelmäßig sämtliche Fachzeitschriften. Ich hoffe, jemand hilft Ihnen mit all den langen Wörtern. Weißt du, wo im Gehirn der freie Wille sitzt?
Und auch die Verstocktheit? Hier vorne, im Frontallappen. Nun, ich finde, man kann durchaus sagen, dass du etwas verstockt bist, oder etwa nicht? Ein gewisser Steinman hat mir da einen Trick gezeigt. Er ist ein bisschen verrückt, aber ein guter Chirurg. Er nennt diesen Eingriff transorbitale Lobotomie. Haltet sie fest, Jungs. Sie verschwenden ihre Zeit. Also, halt jetzt lieber still. Denn sonst kann ich leider für überhaupt nichts garantieren. Okay, also dann. Spürst du das? Ich bewege den Pickel entlang des Augapfels. Oh, schön stillhalten. Und setze ihn am Schädelknochen an. An der Stelle ist nur etwa ein halber Zentimeter Knochen zwischen dem Pickel und einem Frontallappen. Und da kommt dieses Dingelchen. Ich weiß nicht. Das war nur leicht angetippt. Aber noch ein paar solcher Schläge, dann ist der Knochen durch und ich bin in deinem Gehirn. Und dann bist du wahrscheinlich gleich ein bisschen weniger verstockt. Wo ist mein Ass im Ärmel? Ich weiß es nicht. Hören Sie? Weißt du, was da noch sitzt im Frontallappen? Die Kreativität. Die Individualität. Die Persönlichkeit. All das, was dich ausmacht, sitzt dort. Ah. Jetzt ist der Knochen gleich durch. Letzte Chance, Baby. Wo ist das Ass im Ärmel? Was passiert sonst? Sie machen mir ein Loch in den Kopf und stehlen mir meine Erinnerungen. Sie wollen, dass ich all das hier vergesse. Sie wollen, dass mir all das hier gleichgültig wird. Nur zu. Sie tun mir einen Gefallen. Oh! Bringt mir das Monster! Hier die Heldin spielen, was? Ich kann nicht das Einzige zerstören, was an dir einen Wert hat. Aber ich krieg dich schon noch zum Reden. Verlass dich drauf. Na, meine Kleine? Sag mal, kennst du den Ausdruck transorbitale Lobotomie? Bitte tun Sie das nicht. Das ist ganz simpel. Ich steck dir einfach etwas wie diesen Pickel hier in ein Auge. Bitte, bitte, ich weiß doch nicht. Nur ein paar leichte Schläge mit dem Hammer. Ich führ's dir einfach mal bitte, vor. Bitte nicht, Ich weiß nichts! Bitte! Shh, alles in Ordnung. Ist okay. Hör zu, alles okay. Ich kann ihm doch nicht verraten, was ich nicht weiß. Wo sind wir? Du hast alle Türen gesehen. Und das, was hinter diesen Türen liegt. Das Ass im Ärmel. Es ist hier? Ja. Aber ich erinnere mich nicht an diesen Ort. Du warst auch noch nie hier. Und wie soll ich dann... Deine verlorenen Erinnerungen betrafen nicht nur Vergangenes. Du hast hinter alle Türen geschaut. Auch hinter die, hinter denen die Zukunft liegt. Dort gehe ich hin. Wenn du willst. Hier gefällt es mir nicht. Es ist ein schlimmer Ort. Er lässt mich niemals gehen, oder? Selbst wenn ich ihm das Ass bringe. Warum bin ich dann hier, wenn ich so schlau bin? Wenn ich so viel erlebt habe, warum schicke ich mich dann selbst in den Tod? Für Sally. Nein, eines Tages wird er sie aufschneiden und ihr das Adam aus dem Leib reißen. Es war alles umsonst. Warum habe ich das alles getan? Warum? Es liegt jetzt bei dir. Was liegt bei mir? Ob du dir selber vertraust. Ich kann dir den Grund nicht sagen, weil du dich nicht mehr daran erinnerst. Aber du wolltest herkommen. Dahin. In diesen Raum. Das Ass. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Booker. Booker! Nein, bitte! Bitte lass mich nicht allein hier! Booker! Zu Charms Klinik! Ist denn zu Chongs Klinik? Na, das ist aber sehr praktisch. Ryan hat alle Geschütze dort auf den Gencode von mir und meinen Männern programmiert. Wir wären tot, bevor wir 10 Schritte machen könnten. Das ist richtig. Deshalb werde ich es ihn holen.
Sind Sie einverstanden? Bring mir das Ass und du kriegst die Göre auf dem Silbertablett. Bringt sie zu meiner Tauchkugel. Einer von meinen Jungs zeigt dir, wie du reinkommst. Wir warten da, wo du rauskommst. Und jetzt Beeilung, der Herr Hasszauderer. Ich weiß nicht, wie ich dir helfen soll. Ich habe keine Ahnung. Nein, er ist nur verletzt. Er braucht jemanden, der weiß, wie man ihn repariert. Vielleicht gibt es hier ein... Ich weiß nicht, gibt es hier vielleicht Unterlagen zu ihm oder so? Klar, die brauche ich nichts fragen. Der Big Daddy lässt sich nicht prägen. Wenn er sich nicht auf sie prägen lässt, was nutzt er dann der Little Sister? Sie mag ihn nicht, er mag sie nicht. Situation ist ausweglos. Inakzeptabel. Hätten diese dummen Monster halbwegs Verstand, würden sie einsehen, dass sie ohne Little Sister nicht überleben können. Nur eine Sister liefert ihnen für sie genetisch passendes Adam. Keine Little Sister, kein Big Daddy. Schon gut, bitte, ich weiß nicht, wie ich ihm helfen kann. Er braucht Adam, ich hab keines, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist nicht fair. Ich kann ihm helfen. Thank you.
mit dem Dorn in der Pranke. Su Chong, wenn ich etwas weiß, dann das. Es steht in ihrer Macht, ein anderer Mensch zu sein. Was kann Ryan uns nehmen, dass wir nicht schon auf dem Altar der Erkenntnis geopfert haben? Es sind Kinder, Little Sisters. Und ja, sie werden vergessen. Aber sie und ich nicht. Die Erinnerung an unsere Taten verblasst erst, wenn alle Lichter verlöschen. Tannenbaum. Ist das Köln, ne? Ist sehr hübsch. Danke, Papa Su-Chong. Brich ihm das Genick. Was? Klinischer Versuch, Protektor Systemplasmid, Charge Nummer 255. Dr. Su-Chong, Kunde Ryan Industries. Ein sehr frustrierender Tag. Ich kriege die verdammten Big Daddies einfach nicht auf diese kleinen Gürtel geprägt. Die Beschützerhaltung baut sich einfach... Weg da! Vielleicht, wenn ich die Gensequenz verändere und... Tschö! Die Sequenz so anpasse, dass... Papa Su-Chong! Verschwinde, du dreckige Mistgirl! Was? Was machst du da? Zurück! Zurück! Leid, das ganze Sterben nur dafür? Schwester, hier sind wir. Hast du es? Ich habe es. Dann gib her, damit ich diese Göre endlich loswerde. Wissen Sie was? Andrew Ryan hielt mich für ein Dummchen. Aber er hat sich geirrt. Nicht ich bin die dumme Atlas. Sie sind der Dumme. Gut. Wir wissen beide, was jetzt passiert. Also machen Sie schon. Naja, wenn du drauf bestehst. Was heißt das? Das ist doch nur Buchstabensalat! Was steht da, du Miststück? Hey! Sag mir, was da steht! Da steht... Wärst du so freundlich?
Wir haben den Aktivierungscode. Jetzt brauchen wir diese genetische Missgeburt nur noch in ein Flugzeug zu schaffen. Und Rapture gehört uns! Sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen, es ist kaum zu glauben, sehe ich ihn. You ready? Yep. See the pyramids along the Nile. Watch the sunrise from a tropic isle. Just remember, darling, all the while you
See the marketplace in old Algiers. Send me photographs and souvenirs. Just remember when a dream appears, you belong to me. And I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too. In a silver plane, see the jungle when it's wet with rain. Just remember to your home again, you belong to me. I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too, and blue. Fly the ocean in a silver plane. See the jungle when it's wet with rain. Just remember to your home again, you belong to me. Great. Yeah? I think about it. Can I clap? Always hot and hurry like a rat in a race. Like a drive-by at such a frantic pace. Need to freeze a moment, put your worries on ice. We got a plan for you, that's just the spice. Chill out. Relax. Be cooler than the coolest cats. When things heat up, don't be a fool. With old man winter, you can keep your cool. Feeling hot under the collar? Stay frosty with the plasmid that lets you enjoy life at a cool pace. Turn down the heat and turn up the ease and relaxation with Old Man Winter from Ryan Industries. Keep your cool in Old Man Winter.